Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 19, ein interfraktioneller Antrag, Abbau und Einlagerung des Pinguin-Cafés. Hier ist Rederecht beantragt worden für Herrn Neubacher. Herzlich willkommen. Das Redepult ist für 5 Minuten Ihres. Bitte sehr. Präsentation ist vorbereitet, denke ich, ja? Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Mitglieder des Stadtrats, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Martin Neubacher, ich bin Architekturhistoriker und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für... Bisschen lauter. Ja, hört man mich jetzt besser? Also wir versuchen technisch noch mal ein bisschen Saft ja. Aufzugeben und die Präsentation bitte an die Hand zu werfen. Ich meine, alle fleißigen Zugänger müssen das Pinguin-Café sowieso nicht kennen. Sowieso kennen. Und wer es noch nicht kennt, dann sei empfohlen, in den nächsten Tagen auf jeden Fall hinzugehen. Bitte sehr. So, ich versuche das jetzt nochmal. Also ich rede sehr laut. Aber die Technik... So, jetzt hört man mich besser? Ja. Gut, sehr schön. Also, nochmal ganz kurz zum Kontext. Also, mein Name ist Martin Neubacher, ich bin Architekturhistoriker und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Baugeschichte der TU Dresden. Und ich wurde gebeten, zum Pinguin-Café nochmal ein ganz kurzes Statement zu verfassen, was den architekturhistorischen Stellenwert dieses Baus anbetrifft. Ich entführe Sie so ein bisschen in die Geschichte. Möchte aber vielleicht noch so ein paar Facetten aufzeigen, die aus fachlicher Sicht, glaube ich, erwähnenswert sind, wenn es um die Beurteilung des Pinguin-Cafés geht und um die Einlagerung, selbstverständlich. Zum ganz kurzen Ausflug in die Architekturgeschichte möchte ich eben Folgendes nochmal sagen. Das Pinguin-Café ist 1969 an der Karl-Marx-Allee errichtet worden, unmittelbar neben der Deutschen Sporthalle. Die Karl-Marx-Allee war nicht irgendeine Straße, sondern die Prominierstraße der DDR. Eine der frühesten Anlagen der 50er, 60er Jahre, in der es darum ging, sozusagen dem sozialistischen Staat nach außen hin in Architektur umzusetzen und zu vertreten. Selbstverständlich nach sowjetischem Vorbild. Die Planung dieser Karl-Marx-Allee vor Marx-Stalin-Allee vollzog sich in mehreren Phasen. In den 50er und 60er Jahren. Das Pinguin-Café wurde 1969 eben errichtet. Da war die Karl-Marx-Allee sozusagen bereits in großen Teilen fertig. Dennoch sollte sie auch in dieser Zeit über Architektur bzw. mit Architektursetzungen vervollständigt werden, die einen gewissen repräsentativen Rang hatten. Das sollte mit den Mitteln des Pinguin-Cafés umgesetzt werden. Anlass war das 20-jährige Jubiläum der DDR und eine Ausstellung dazu, Kämpfer und Sieger. Und das Pinguin-Café diente in dieser Zeit als Boulevard-Café, um sich einen Kaffee zu holen oder dergleichen. Ganz spannend an diesem Kontext ist der Gedanke, dass man diese Anlage bereits demontierbar bereitstellen wollte, denn es war ein ephemerer, also ein vorübergehender Zweck, dem das Boulevardcafé dienen sollte. Es war absolut auf der Höhe der Zeit, wenn man sich das einfach mal ansieht, hinsichtlich der Planungsparadigmen von Architekten in der Zeit, dass Architektur auch mobil sein konnte. Wichtiger Punkt dabei. Nach der Ausstellung machte man sich relativ rasch Gedanken, ja, wo geht es denn hin? Die unmittelbar benachbarte deutsche Sporthalle war in einem ziemlich heruntergekommenen Zustand. 1972 ist sie niedergelegt worden und unmittelbar daneben, wo das Boulevardcafé stand,
wurde eben überlegt, was macht man jetzt damit. Es kam an anderer Stelle, sollte aber zunächst auch überführt werden in den Kulturpark in Treptow. Da kam es dann nicht hin, sondern in den Zoo, wo es seit 1973 dort steht. Leichte Anpassungen wurden gemacht, also Sie sehen es ja hier und kennen es natürlich auch. Im Wesentlichen ist der Zustand, wie er sich heute präsentiert, aber der, wie er in Berlin stand. Der bauliche Zustand des Pinguin-Cafés heute ist natürlich altersbedingt, also steht einige Zeit, ist aber alles im Allen nicht schlecht. Es gab noch einige Hinzufügungen, Wandfräskamera und einen Raumtrenner. Worauf ich aber in diesem Zusammenhang noch ein bisschen verweisen möchte, sind verschiedene Vergleichsbeispiele von Pavillonbauten und deren Stellenwerten. Da habe ich Ihnen mal ein bisschen was mitgebracht. Pavillonbauten sind in der Nachkriegszeit ein gern genommenes Architekturelement, um städtebaulich wirksam zu werden. Denken Sie beispielsweise an die Pavillonbauten auf der Prager Straße. Hier zeige ich Ihnen mal einen Bau eines Pavillons in Frankfurt an der Berliner Straße. Und die Berliner Straße ist auch im Sinne der Autogerechtigkeit wiederhergestellt, eine Neubautätigkeit der Wiederaufbauzeit. Und auflockernd hat man dieses Café eingefügt mit dem spannenden Titel Heimat aus den 50er Jahren, also deutlich ersichtlich. Ein anderes Beispiel aus Bonn möchte ich Ihnen auch zeigen, das Bundesbütchen, auch Kleinstarchitektur. Warum ich Ihnen das zeige, ist natürlich auch der Hintergrund, da Kleinstarchitekturen sehr schnell überplant werden, weil sie nicht im Fokus stehen und naja, irgendwie als verschiebbar aufgefasst werden. Das Bundesbütchen steht heute nicht beim ursprünglichen Zustand, sondern wurde, das sehen Sie hier, versetzt, steht seither auf einem Bauhof und ja, wartet darauf, wieder aufgestellt zu werden. Also eine vergleichbare Thematik, wie es in Dresden der Fall ist. Auch ebenfalls aus Bonn ist der Trinkpavillon, der 1970 errichtet wurde. Der ist vergleichbar, wirklich sehr, sehr vergleichbar mit der Anlage des Pinguin-Cafés, also sei es die Konstruktion, die ein bisschen anders ist, aber doch schon sehr stark vergleichbar. Alle Bauten, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, sind Denkmäler. Ich zeige Ihnen jetzt noch abschließend eins aus der DDR, nämlich den Ausstellungspavillon der Babcock Automobilwerke. Ebenfalls vergleichbare Bauaufgabe, vergleichbare Konstruktion wie das Pinguin-Café und eben Denkmal. Aus all diesen Punkten, die ich Ihnen jetzt ganz kurz versucht habe darzustellen, geht hervor, dass das Pinguin-Café aus verschiedenen Gesichtspunkten zeugnishaft für etwas ist. Zeugnishaft für das planerische Denken der Architekten der 1960er Jahre im Sinne der Konstruktion als Stahlrahmenkonstruktion, natürlich als in seinem historischen Wert, nämlich als Bestandteil der Karl-Marx-Allee. Der Originalzustand ist, ist wie gesagt gut, aber altersmäßig gut. Und es ist eben seltenheitswert. Viele von diesen Pavillons sind abgerissen worden. Da, wo sie noch dastehen, gibt es aber ein Interesse daran, es fachlich einerseits zu untersuchen und andererseits eben von den Vertrauten bzw. mit den damit betrauten Ämtern entsprechende Unterschutzstellungen einzuleiten. Diese Gründe würden ganz klar das Pinguin Café als Denkmal qualifizieren. Wir kennen die Geschichte, das jetzt ist nicht mehr so, aber ich denke, dass es sinnvoll ist, das Pinguin-Café in seinem Bestand wie ein Denkmal zu behandeln, weil es eben aus den vorgenannten Gründen absolut zeugnishaft ist. Was man immer wieder liest, jetzt sofort. Was man immer wieder liest, ist der Aspekt, dass ein Denkmal schön sein muss. Das ist eben nicht so. Ein Denkmal muss nicht schön sein, sondern zeugnishaft für einen bestimmten Teil der Baugeschichte. Das ist der eigentliche Grund. Das wollte ich ganz kurz dazu sagen und aus fachlicher Perspektive in jedem Fall darauf empfehlen, dass Pinguin-Café einzulagern und in einer mittleren Perspektive ganz dem Motto verpflichtet, putzen und benutzen. Das ist, denke ich, das, was man in jedem Fall mit solchen Bauten machen sollte, in jedem Fall auch eine entsprechende Wiederaufstellung anzuregen. So viel kurz dazu. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Neubacher. Wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es wird der AfD beginnen, war das Wort gewünscht. Ist nicht der Fall. Dann CDU-Fraktion, Frau Müller. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren des Stadtrates, liebe Gäste. Wir reden über das Pinguin-Café im Zoo, 1969 in Berlin erbaut. 1969 haben wir in Dresden den Kulturpalast gebaut. Wir haben also einen wunderbaren Zeitzeugen aus dieser Zeit, der in Dresden sich wunderbar jetzt durch den Umbau zum erstklassigen Konzertsaal eignet, ein Denkmal dieser Zeit und ein wirklich Denkmal, was wirklich unter Denkmalschutz gestelltes Gebäude zu besitzen, was an diese Zeit des Jahres 1969 genau erinnert. 1973 hatte man in Berlin keine Verwendung mehr für diesen Pavillon, weil die Ausstellungen ausgelaufen waren und man hat es diesen Pavillon, dieses Café, nach Dresden gegeben. In Dresden integrierte es sich wunderbar in den Zoo. Das Pinguinhaus war ein Anlass dafür, es Pinguin-Café zu nennen, und es wurde eine ganze Zeit lang auch sehr positiv genutzt. Es wurden darin Speisen gereicht. Heute geht man nicht mehr gerne rein in dieses Café, weil es in den Zeiten der Zeit überhaupt nicht mehr entspricht. Es ist überholungsbedürftig in allen Varianten. Ich würde keine Gesundheitsamt reinschicken wollen. Ich habe es mir noch mal angeguckt, wo man es vor noch einigermaßen besichtigen konnte und wo man noch rein konnte. Jetzt würde ich es niemandem mehr empfehlen und wir wollen es zum Denkmal machen. Wir wollen für 40.000 Euro dieses Bauprojekt einlagern, wissen nie, ob sich jemals ein Investor findet, der es irgendwo wieder aufbauen wird, ob es dann wissen nicht, was für Folgekosten auf uns drauf zukommt, welcher Investor sich dafür vielleicht Geld in der Hand nimmt oder dann sagt, ich baue es euch irgendwo wieder auf, vielleicht auf den geliebten Alaunplatz oder alles, was man ja sich vorstellen kann, aber es kostet uns nochmal Geld. Es soll genommen werden 40.000 Euro aus den Steuermehreinnahmen. Wir haben so viele Wünsche, so viele Begehrlichkeiten, so viele notwendige Dinge in der Stadt zu leisten und wir wollen uns hier leisten, einen Pavillon einzulagern, ohne zu wissen, wie wirklich eine neue Verwendung gemacht werden kann, was damit passieren kann. Wir werfen das Geld mit Händen und Füßen raus. Ich wäre dafür, wenn wir kein Denkmal aus dem Jahre 1969 hatten. Ich habe es Anfang gesagt, das ist der Kulturballast. Den öffnen wir dieses Jahr im April als umgebauten Konzertsaal. Dabei ist jeder Dresdner stolz. Aber ganz bestimmt nicht auf das Pinguin-Café im Zoo, wo ich einen Haufen Steuergeld dafür ausgeben muss. Wird die Linke nochmal das Wort gewünscht? Dann für Grüne doch bitte schön Farbe. Ja? Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, zum dritten Mal, meine Damen und Herren, werte Gäste. Frau Müller, ich kann Ihnen da gar nicht zustimmen. Auch ich habe als Aufsichtsrätin für den Neubau eines Cafés an dieser Stelle gestimmt. Ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich dachte, naja, das Gebäude ist alt, das kann weg. Und als das dann in die Öffentlichkeit kam oder als ich es auch nur in meiner Fraktion erzählte, gab es sofort die ersten Reaktionen. Bist du verrückt? Das Pinguin-Café? Das gehört einfach zu Dresden. Da habe ich erst begonnen, darüber nachzudenken. Ich bin keine Expertin, das hat Herr Neubauer ausreichend getan, die fachliche Bewertung. Und eine fachliche Bewertung hat auch Dr. Stera im Kulturausschuss eindeutig gesagt. Und er hat auf jeden Fall gesagt, die obere Denkmalschutzbehörde, die Landesbehörde, war auch für den Denkmalschutzstatus. Aber es gibt eine zweite Bedingung, die dazu kommt, nämlich, dass ein öffentliches Interesse bestehen muss. Leider ist das mit diesem öffentlichen Interesse nicht immer so planbar. Und das öffentliche Interesse beginnt sich erst dann zu regen, wenn bereits ein Gebäude für den Abriss vorgesehen ist. So ist das auch hier gewesen. Nach diesem Beschluss des Aufsichtsrates meldeten sich
verschiedene Menschen, die Bürgerinitiative Ostmodern, einzelne Bürger. Es gab doch erhebliche Artikel in den verschiedensten Zeitungen. Also es kamen viele zu Wort, die sagten, nein, das ist ein Gebäude, das ist für uns von Interesse, wir wollen es behalten. Und jetzt war sozusagen der Versuch, einen Weg zu finden, zweierlei Interessen miteinander zu verbinden. Einmal das öffentliche Interesse und das Interesse der Denkmalsbehörde, dieses Gebäude zu erhalten, und das Interesse des Zoos, ein neues Café, deutlich größer, mit anderen Bedingungen, denn ganz sicher, da haben Sie recht, das ging so nicht mehr, zu bekommen. Und das besteht darin, und das hat eine Diplomstudie der TU Dresden ergeben, in dem Abbau, nicht in dem Abriss und der Zerstörung, sondern in dem Abbau und damit verbunden mit der Hoffnung des Wiederaufbaus, das als Variante zu nehmen. Ich glaube, damit haben wir einen guten Kompromiss gefunden, ja, und er kostet Geld. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn es darum geht, bestimmte Wünsche von der einen Seite zu erfüllen, und das sind oft größere Summen, wenn ich GTM oder Ski-Weltcup so dran denke, das sind größere Summen als das, was wir jetzt hier verlangen. Vielleicht lässt sich sogar gemeinsam mit dem Zoo noch das auf 30.000 runterhandeln, weil ja Abrissgebühren eingeplant sind. Die kenne ich jetzt nicht im Detail. Zum Glück war Herr Dr. Sterrer von der Denkmalschutzbehörde von Dresden schon so vorausschauend, dass er, wohl wissend, dass Herr Hilbert dem Eilantrag nicht stattgeben wird, bereits genügend Angebote eingeholt hat, um sehr schnell und zügig diesen Auftrag, den wir heute beschließen werden, auch umzusetzen. Vielen Dank. Dann als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Herr Löser. Ja, die Damen und Herren von der Technik hier, ich würde jetzt darum bitten, dass auch nochmal, ich langweile Sie wirklich nie ganz doll, nur kurz. Ich zeige auch wirklich fast alles anderes Bild, andere Bilder. Ja, das weiß ich da, ich gehe dann auch ganz schnell gleich zu dem über. Ja, also ich will nochmal ganz kurz was sagen dazu, ich versuche es wirklich kurz zu machen. Es geht wie bekannt um das Pinguin-Café. Und das Bild wurde ja auch schon gezeigt, aber das hier wurde noch nicht gezeigt. Das ist nämlich jetzt mal der Zustand, wie es in Berlin damals auf der Karl-Marx-Allee zu sehen war. Ich will noch mal kurz sagen, wir haben als Grüne im Landtag eine Anfrage gemacht, der war vom Günther, hat nachgefragt konkret zu diesem Bauwerk, was die Oberdenkmalschutzbehörde da sagt. Und leider hat sich das Land zu der Haltung durchgerungen, dass sie eben keine Unterschutzstellung hier vornimmt. Wir hören aber auch, dass die städtische, also die Unterdenkmalschutzbehörde, das durchaus anders sieht, sondern hier eigentlich sehr klar argumentiert hat. Das freut mich, weil ich glaube, dass auch Denkmalschutz ja in dem Diskurs in der Gesellschaft stattfindet. Und ich glaube, dass hier sagen zu können, dass wir in Dresden ganz sicher auch mehr Wertschätzung dieser qualitätvollen Gebäude der Nachkriegsmoderne in Dresden brauchen. Ich möchte Ihnen jetzt einfach mal, weil ja so die gewisse Skepsis besteht, was ist denn mit dem Ding, motten wir das dann ein, liegt das da 100 Jahre, ist das irgendwann Sondermüll? Ich zeige Ihnen mal das hier, das ist ein Gebäude von 1961, die Mopo hat das wunderbar recherchiert und in einem Artikel uns mitgeteilt. Das steht in Montreal, ist da gebaut worden, im Beaver Lake Park und ist sehr lange vergammelt und wurde dann für 1,3 Millionen jetzt wieder saniert und ist mit einer wunderbaren Nutzung versehen. Und interessant ist daran schon, dass dort in diesem Park, also in Montreal selber und in dem Park natürlich die Expo 1967 stattfand und man sich ja fragt, woher schon diese typische Form hier auch bei diesem Pinguin-Café kommt. Und das fand ich nun auch wirklich interessant und das schließt die Ostmoderne durchaus in den Kontext der Gesamtmoderne damals an, dass wahrscheinlich der Architekt Lippmann sich hier auch ein Stück weit orientiert hat. Denn einige Architekten aus der DDR waren damals dort und haben sich das angeschaut. Ich will Ihnen noch mal ganz kurz was zeigen aus Binz. Ulrich Müther, leider schon verstorben, berühmter Architekt in der DDR, der für Sonderbauten verantwortlich war. Dieses Gebäude hier, das ist in Barbe, das sogenannte Inselparadies, das stand 17 Jahre leer, so sah es dann aus und wahrscheinlich ist das so ein bisschen das Formular, wie Sie sich fühlen, wenn Sie
heute das Pinguin-Café angucken. Aber sagen, so sieht das jetzt aus, es ist saniert, es ist eine wunderbare Nutzung drin, Kunst und Kultur, auch ein Café ist darin zu finden. Und dieser Architekt, weil ich so schön finde, ich zeige Ihnen das nochmal, das kennen Sie vielleicht, in Binz, der alte Rettungsturm, da kann man jetzt heiraten, ist auch wieder saniert. Auch das hier ist Ihnen ganz bekannt vom gleichen Architekten Warnemünde, der sogenannte Teapot, ganz viele Nutzungen drin, auch sehr schön saniert. Das hier ist das, was passiert, wenn man eben zu spät kommt. So sieht es dann aus. Das ist Atrium 1, Robotron. Und das sind die Bleiglasfenster, die ja gerettet werden sollten, die dann aber doch so endeten. Ich will Ihnen zum Schluss noch dieses schöne Illuminierte aus Montreal zeigen. Und ganz zum Schluss will ich das noch zeigen, denn die haben gesagt, dass sie dabei wären. Denn es geht natürlich darum, dass wir das wieder aufbauen wollen. Und ich sage Ihnen mal, ich wette darauf, in 10 Jahren haben wir das Ding stehen. Es ist saniert, es ist betrieben und ich glaube, es wird eine tolle Sache. Ich bitte um Zustimmung. Danke. Wird SPD das Wort gewünscht? Soll nicht dabei sein. Dann FDP, Herr Kretschmer. Ja, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrte Bürgermeister Rieger. Es ist wieder mal ein Thema, was Dresden ganz brennend bewegt. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sind wir auch wegen diesen Themen in den Stadtrat gewählt worden. Ich bin jetzt nun mal bekannt, dass ich jetzt nie ein großer Freund der Diktatur der DDR gewesen bin. Aber ich selber habe schon mal eine Initiative gestartet, dass man das Relief am ehemaligen Kühlhaus auf der Waisenhausstraße, wo jetzt das Parkhaus ist, dass man das bewahrt, dieses Relief zum ersten 5-Jahr-Plan. Das ist dann dem Investor runtergefallen, kaputt gegangen und trotzdem hat man es dann jetzt eingelagert und ich finde das richtig. Wir haben als FDP, Freie Bürgerfraktion, über dieses brennende Thema natürlich genauso intensiv gesprochen in der Fraktionssitzung. Wir haben bei diesem Gebäude, ich sage mal, die Abstimmung freigegeben. Ich werde für den Antrag stimmen, weil ich glaube, dass solche Sachen erhalten werden sollten. Wir haben, ich sage mal, jetzt soll das Gebäude soll eingelagert werden. Wir haben im Zoo für viel Geld diesen, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Bären-Robbenfelsen saniert. Es ist aus einer ganz anderen Zeit, aber das gehört genauso zur Geschichte des Zoos. Bei dem Gebäude ist es, wie gesagt, so ein Beispiel zur DDR-Geschichte, zur Architekturgeschichte aus der Zeit. Mir fallen da, wenn ich dieses Gebäude sehe, also ich möchte es nie wieder aufgebaut haben, dann stelle ich mir so vor, wie ich dann als Kind dort durchgegangen bin und dann musste man gucken, was es überhaupt gab, außer die Plastiktabletts und dann vielleicht so eine rote Limo, wir haben immer Lenin-Schweiß gesagt. An das Gebäude, da erinnere ich mich so ein bisschen an diese typischen DDR-Zeitungskioske, da können sich bestimmt viele der Dresdner erinnern, diese Gebäude, das war dieses gleiche Alu-Gestell und auch die sind aus dem Stadtbild verschwunden und eigentlich finde ich das genauso schade, dass das weggekommen ist und man darf nie alles platt machen, weil ich glaube, irgendwo ist vielleicht mal ein Investor da, der da sagt, ich will da an irgendeiner Stelle ein schönes Café reinmachen. Ich will sowas bewahren und ich kann mir gut vorstellen, wenn das mit ein bisschen Pep, mit LEDs beleuchtet wird, dass das am Ende ganz interessant rüberkommt. Also ich wäre mit fester Überzeugung dafür stimmen, dass ein Objekt aus der DDR gerettet wird. So, wird weiterhin das Wort gewünscht? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Nein. 40 Ja-Stimmen bei 24 Nein, eine Enthaltung wäre so angenommen.